Die FDP übt scharfe Kritik an ihrem Vizechef Wolfgang Kubicki. Er forderte, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 sofort in Betrieb gehen sollte, um die Menschen vom Frieren im Winter zu bewahren. Fraktionschef Dürr mahnt, dass die Öffnung ein falsches Signal an die europäischen Partner sei. FDP-Generalsekretär Digir Saray verwies auf die außenpolitische Dimension, die eine Inbetriebnahme mit sich bringen würde. Auch Alexander Graf Lambsdorff erinnert daran, dass Deutschland durch die Inbetriebnahme den Konsens mit EU und NATO aufkündigen würde. Heftige Kritik außerdem auch aus der FDP-Jugendorganisation. Sie bezeichnet Kubickis Vorschlag als skurril. Ich möchte darüber sprechen mit meiner Kollegin Leonie von Randow. Denn Leonie, dieser Vorschlag, und man hört auch immer mehr Stimmen jetzt auf den Straßen, der zeigt, man muss die Sorge haben, dass die Solidarität mit der Ukraine langsam bröckelt in Deutschland, oder? Ein bisschen wirkt es so, und eigentlich muss man das Ganze mal auf zwei Ebenen betrachten. Die eine Ebene ist eben die Solidarität zwischen den EU- und NATO-Staaten, also zwischen dem Westen. Die andere Ebene ist aber die der Bürgerinnen und Bürger und eben die Frage, inwieweit die noch die Maßnahmen mittragen und eben bereit sind, zurückzustecken für die Ukraine. Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Nun ist es ja so, dass die EU- und NATO-Staaten eben gemeinsam scharfe Sanktionen beschlossen haben, schon zu Beginn des Krieges, und eben auch gemeinsam umfangreiche Waffenlieferungen auf den Weg gebracht haben und das auch immer noch tun. Nun ist es so, Sanktionen wirken eben naturgemäß dann besonders stark, wenn möglichst viele mitmachen. Deswegen ist das immer wieder betont worden, wie wichtig es eben ist, hier gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und dementsprechend kam dieser Vorstoß von Wolfgang Kubicki eben auch nicht besonders gut an, nicht in der eigenen Partei und auch nicht bei anderen Parteien. Die AfD, das war ungefähr die einzige Partei, die bislang eben Applaus gespendet hat für diesen Vorstoß. Ansonsten gab es hier in Berlin dann doch sehr viel Stirnrunzeln, was das angeht. Gucken wir aber auch mal auf die Bürgerinnen und Bürger, denn auch die, du hast das eben ja schon angedeutet, sind nicht unbedingt bereit, diesen Kurs weiter so mitzutragen, wenn es denn bedeutet, dass man da beim eigenen Lebensstandard Abstriche machen muss. Wir haben das in den vergangenen Tagen ja ein paar Mal schon gesehen, zum Beispiel eben im brandenburgischen Neuruppin, wo Olaf Scholz für einen Bürgerdialog war. Dort wurde er ausgepfiffen, ausgebuht, teilweise auch wüst beschimpft, weil eben doch so viele Leute unzufrieden sind. Man kann also sagen, zumindest in Teilen der Bevölkerung brodelt es ganz schön.